für die einführenden Worte hier bei uns am Schiffswerferwerk. Ich möchte Sie auch alle recht herzlich heute Morgen hier in unserem Industriemuseum in Waltrop begrüßen. Das heißt zwar immer Henrichenburg, aber es ist Waltropper Boden und von daher bin ich natürlich als Bürgermeisterin auch ganz stolz auf dieses Industriedenkmal. Besonders begrüßen möchte ich heute Morgen natürlich Frau Dr. Ringenbeck, die immer für dieses Schiffswerferwerk eingetreten ist und uns auch da mit vielen Dingen berät und entgegenkommt. Und ich freue mich auch, dass sie heute den frühen Weg nach Waltrop gefunden hat. Ja, Herrn Klink begrüße ich auch sehr gerne heute Morgen hier. Ich glaube, er ist nicht mehr so ganz lange im Amt, aber von daher freue ich mich, dass er es dann doch noch geschafft hat, nach Waltrop zu kommen. Dafür auch herzlichen Dank. Natürlich möchte ich auch unsere Abgeordneten begrüßen, unseren Bundestagsabgeordneten Frank Schwabe, unsere Landtagsabgeordnete Eva Steininger-Buder, aber auch unsere stellvertretende Landrätin Bärbel Korun. Und vor allen Dingen Herrn Zache vom Landschaftsverband. Ich denke, auch wir sind schon häufig miteinander im Gespräch gewesen, um einfach dafür zu sorgen, dass hier unser Schiffshebewerk besondere Anerkennung bekommt. Wir haben ja eben gehört, diese vier Abstiegsbauwerke sind ganz besonders einmalig und vielleicht schaffen wir es ja dann doch in Zukunft hier noch mehr zu instrumentalisieren und vor allen Dingen auch unser neues Schiffshebewerk von 1962, das stillgelegt worden ist, vielleicht doch wieder in Bewegung zu bekommen, so wie das Thema ja auch heute lautet, und zwar Kultur in Bewegung, Reise, Handel und Verkehr. Das ist das offizielle Thema des Tags des offenen Denkmals und es gibt ja eigentlich gar keinen besseren Ort, als dieses Thema hier am Schiffshebewerk zu installieren. Es wäre schön, wenn wir es wirklich schaffen würden, was unser Förderverein hier seit Jahren probiert. Und da möchte ich mich auch nochmal recht herzlich beim Vorstand des Fördervereins, bei Jürgen Siebert, bei Konrad Kempkes und Herbert Niebert bedanken. Ich denke, das ist auch nochmal ein Applaus wert für uns. Dieser Tag des offenen Denkmals wird ja immer Anfang September begangen. Hier in Waltrop jährt er sich jetzt zum 8. Mal, dass wir ihn also offiziell eröffnen und dass das diesmal am Schiffshebewerk erfolgt, freut mich ja besonders, vor allen Dingen mit so vielen namhaften Namen dabei und Personen, das hatten wir bisher noch nicht, das ist also jetzt Premiere nach 8 Jahren, aber ich denke, wir haben ganz viele Orte in Waltrop, die an diesem Tag geöffnet sind und so zeigen, was Waltrop ausmacht. Wir an der Grenze zwischen dem Ruhrgebiet und dem Münsterland, ich denke, haben ganz viele Besonderheiten aufzuweisen, wobei natürlich hier das Schiffshebewerk der wichtigste Punkt ist, aber auch unsere alte Zeche Waltrop ist natürlich auch mit Manufaktum der Bereich, der immer sehr gerne besucht wird und der wirklich auch ein ganz tolles Denkmal in unserer Stadt ist. Mitglieder unseres Heimatvereins sind auch heute mit dabei. An diesen Tagen wird auch immer eine Radtour durch Waltrop durchgeführt. Wer also da Lust hat, mitzumachen und sich noch einige andere offene Denkmäler anzusehen, ist also recht herzlich eingeladen. Ja, ich weise nochmal darauf hin, dass wir ja gleich Frau Dr. Ringenbeck noch hören, was also hier am Schiffshebewerk passiert, was sein könnte. Ich bin ganz gespannt auf Ihren Vortrag, Frau Dr. Ringenbeck, und freue mich einfach nochmal hier heute dabei zu sein und lade Sie alle dazu ein, auch länger noch hier zu verweilen. Es soll nachher noch eine Bootstour folgen, damit Sie auch sehen können, in welcher Landschaft hier unser Schiffshebewerk eingebettet ist. Dann gebe ich jetzt das Wort weiter an Frau Dr. Ringenbeck.